das wäre dann mein letztes Video. Hi Leute, bevor jetzt manche von euch den Titel total falsch interpretieren oder sonst irgendwas, das hier ist nicht mein letztes Video, sondern es geht darum, wie wäre wohl das letzte Video und wann ist das letzte Video. Also macht euch jetzt keine Sorgen oder so, dass ihr jetzt denkt irgendwie, ach, der hört jetzt auf. Nee, tut mir leid, ich bin leider noch dabei. Aber jetzt mal ernsthaft, wie wäre das eigentlich? Ich meine, YouTube ist keine endliche Sache, man kann ja nicht sein ganzes Leben lang Videos machen, oder doch? Ich meine, ich stelle mir das ein bisschen so vor, wenn ich dann irgendwie 80 Jahre alt bin. Hi Leute! Nee, warte, warte, Opas haben ja immer die Mützen, Opas haben ja Mützen immer so auf, ne? Oder? Haben die schon mal so auf? Ja, doch. Hi Leute, willkommen zu diesem Video. Nee, warte, das ist nicht die Kamera. Hi Leute, willkommen zu dem Video. Ich habe jetzt ungefähr 6 Stunden gebraucht, um die Kamera anzumachen. Oh scheiße, SD-Karte voll. So ein Mist, ne? Also das ist schon eine interessante Frage, bis wann man denn eigentlich Videos macht. Und vor allem ist dann auch die Frage, was man für Videos macht. Aber mal ernsthaft, wenn ich 40 Jahre alt bin, verlieren meine Videos wie 10 Möglichkeiten, den Lehrer zu ärgern, ein bisschen an Glaubwürdigkeit, oder nicht? Also vermutlich wird mein Leben folgendermaßen ablaufen. Ich werde vermutlich, ja, ich werde mir in 4-5 Jahren von meinem ganzen YouTube-Money, und das ist ja unwahrscheinlich viel, das sind ja mehrere Milliarden im Monat, davon werde ich mir dann wahrscheinlich ein paar Jonasse klonen lassen. Die erledigen dann die ganze Arbeit für mich und ich verdiene einfach nur daran. Ich denke, so wird das ablaufen. Ja doch, nee, das wäre schon eine coole Sache, doch. Aber wenn man mal das Wann geklärt hat, also wann eigentlich das letzte Video ist, ist ja auch irgendwie die Frage, wie ist denn eigentlich das letzte Video? Ich meine mal ernsthaft, folgendes Video wäre doch irgendwie ziemlich scheiße. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr dürft gerne Daumen nach oben geben und so weiter. Achso, übrigens, ich höre jetzt mit YouTube auf. Also das war's jetzt, war jetzt mein letztes Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Bis dann, gebt einen Daumen nach oben, haut rein und ciao. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Haut rein, bis dann, ne? Ciao. Tschüss. Ja, nee, also ich würde jetzt generell sagen, das ist scheiße und so, oder? Aber ich bin ja auch nicht so der Fan von diesen tragischen Enden. Ihr habt mich jetzt mittlerweile ungefähr 5 Jahre begleitet und es war eine wunderbare Zeit mit euch. Es war unbeschreiblich schön, ihr seid eine so wunderbare Community und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass wir jetzt mittlerweile alle so viele geworden sind. Aber irgendwann hat alles ein Ende. Außer die Wurst, die hat 2. Und ja, deswegen wollte ich euch einfach kurz sagen, das war's. Tschüss. Das war mein letztes Video. Bis dann. Ciao. Und gebt einen Daumen nach oben. Ja, ich meine, doch eigentlich. Ich werde es so machen. 100%. So richtig, so dass alle anfangen zu heulen, ne? Auch du da vorne, du hältst auch. Gibt es eigentlich schon YouTuber, die ganz aufgehört haben, so richtig so gesagt haben, nö, ich mach keine Videos mehr, das war's jetzt, tut mir leid, ne? Ende, Polende, das war's. Glaub nicht, oder? Habt ihr irgendwelche gerade im Kopf? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das YouTuber manchmal so einfach nichts mehr machen und dann fangen sie doch wieder an, weil sie doch eigentlich Bock auf YouTube haben. San Bessio hat gar nichts mehr gemacht, irgendwie nur noch Scheiße und jetzt plötzlich geht er richtig ab. Keine Ahnung. Aber wisst ihr, was auch sein könnte? Man muss aufhören. Ich meine, das wäre richtig bitter. Zum Beispiel, wenn ich einen Drohbrief nach Hause bekomme, wo drin steht, dass ich auf jeden Fall mit YouTube-Videos aufhören soll, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Wäre blöd gelaufen. Wirklich. Übrigens, wenn sich jetzt gerade manche von euch fragen, die den Sinn jetzt bis diesen, ich weiß gar nicht, wie viel sind das jetzt, 4 Minuten oder so, wenn die diesen Sinn jetzt bisher noch gar nicht verstanden haben, warum ich dieses Video mache. Das hat ja so ein bisschen Connection auf jeden Fall dazu, dass das Jahr zu Ende geht. Und mit dem Ende des Jahres stellt man sich auch irgendwie die Frage, wann ist das hier eigentlich zu Ende? Wann ist die Zeit YouTube zu Ende? Wann ist überhaupt das Ende von einem selbst? Und wie ist das Ende? Und ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass man, wenn das Ende da ist, dass man sich am Ende denkt, ich habe was erreicht und ich kann mit der Sache abschließen. Das war jetzt die Intention des Videos, hier so ein bisschen so klein versteckt, so ein bisschen Schleichwerbung dafür, ne? Deswegen wollte ich jetzt nur mal so sagen. Hau ich jetzt aber gerade noch mal ein bisschen Humor in das Video rein. Das kann man nämlich, man kann einfach so ein bisschen hier Humor nehmen. Warte, hier so Humor und dann... Das Video hier, das ist, steht noch in Connection mit 4, 3 anderen Videos und zwar von Leo, von Luki und von René. Wie heißen die denn nochmal alle? Achso, ja, ich wollt unbedingt noch was an euch sagen. Wir geile, krasse Bomben-Community, ja? Also wir Leute, wir sind jetzt über 70.000 fucking Leute. 70.000 Leute, die so hingegangen sind und auf diesen Abonnieren-Button gedrückt haben und sich gedacht haben, den Idioten abonnieren wir einfach mal. Der macht so schlechte Videos, da will man einfach mal mehr sehen, weil es so unwahrscheinlich schlecht ist. Und da fragt man sich so ein bisschen, 70.000 verdammt geile Leute, ja? Da muss man doch irgendwann auch mal Danke sagen. Deswegen an der Stelle ein ausführliches Dankeschön. Und weil es so mega geil ist, mache ich im nächsten Jahr mit noch mehr Ansporn. Boah, das ist jetzt voll die geile Rede hier. Die legendärste Rede überhaupt. Ich werde noch mehr Videos machen, noch geilere Videos, noch geilere, ist klar. Also,
Es werden auf jeden Fall noch Videos kommen, das wollte ich damit sagen. Und was ich eben auch sagen wollte, vielen, vielen Dank an euch. Macht weiter so, kommentiert weiter so. Übrigens, wisst ihr eigentlich, dass wir mit zu mega aktiven, ich sag Froschen? Nee, schon gut. Und wisst ihr eigentlich, dass wir eine unwahrscheinlich aktive Community sind für diese Abozahl, für diese Abo, also, was ich euch sagen will. Wir sind eine richtig coole Community und, ja, vielen, vielen Dank. Ich melde mich ab, bis zum nächsten Video. Ich sag tschüss und denkt dran, bei den anderen dreien vorbeizuschauen. Die haben gesagt, wie ist ihr letztes Video, wie stellen sie sich das vor? Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es heute Abend nicht zu hart angehen. Und damit sage ich tschüss und bis dann.